Es ist wieder soweit. World of Warships feiert Geburtstag und das bedeutet, dass Wargaming und Spielern für jeden 10er, den wir in Hafen haben, also für jedes 10er Stufe 10 Schiff, das wir in Hafen haben, einen Supercontainer schenkt. Und jetzt bitte keinen Herzinfarkt bekommen. Ich habe nicht 89 Supercontainer, sondern 52 müssten es sein. Wünschen kann man sich vieles, was man kriegt, kann man nicht entscheiden. Und deswegen, let's go. Und wir haben 25 mal Kapitäns-EP, 800%. Ich kann das alles nicht einschätzen. Ich habe nicht mehr gespielt, als die Änderungen vorgenommen wurden. Ich kann da nicht weiterhelfen. Der Heiligenschein, okay. 50.000 freie EP. Der nächste. Da kriegen wir was. 50 mal Kapitäns-EP, 200%. Wir gehen da alle schnell durch. Wir machen da eine schnelle Nummer draus. Ich habe ein Schiff. Was, nach all den Jahren kriege ich meinen ersten Kutter? Jetzt, wo ich das Spiel kaum noch spiele. Okay, alles klar. Also es ist dann doch... Also ich kann bestätigen, es gibt Schiffe in Supercontainern. Ich würde jetzt behaupten, das ist aus einem Supercontainer das allererste Mal, dass ich ein Schiff bekomme. Die Abruzzi, ein italienischer Kreuzer, den werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Nicht so mein Schiff. Aber ich habe ein Schiff bekommen. Zum ersten Mal überhaupt. Krass. So, 50.000 freie EP. Und da haben wir nochmal 50.000 freie EP. Und bisher noch keine Primo-Spielzeit. Was ist los? 15.000 Kohle. Das ist ganz cool. 100 mal India X-Ray. Ich kann wieder rumflemmen mit meiner Colbert. Und für irgendwelche Zerstörer ist das auch immer cool. 50 mal Kapitäns-EP, 200%. Und kommt nicht nur der Heiligenschein, sondern auch noch so der Engelschor. So, Zeit für Brandbekämpfung 100 mal ist schweineteuer, ja, wenn man das in Credits kauft in der Waffenkammer. Und insofern finde ich das cool. Dublonen 1000, was auch immer cool ist. Da kann man sich dann irgendwas von kaufen, was man hier möchte. Ach, Stahl. Guck mal, letztes Jahr habe ich zum ersten Mal überhaupt Stahl bekommen. Ja, aber für mich auch immer nur eine Legende, dass es Stahl geben soll in Supercontainer. Jetzt habe ich zum zweiten Mal und wieder 1500 Stahl. Nicht schlecht. Ich habe auch, glaube ich, genug für ein Schiff. Nochmal 1000 Dublonen. Und 50.000 freie EP. Und ja, wie gesagt, bin einer dieser langjährigen Spieler. Wenn man irgendwie fast alles hat. 25 mal freie EP. Ich habe keinen Bezug dazu, ich kann das nicht einschätzen, ja. Ich weine dem Basilisken hinterher und den Würfern und der Hydra oder Drachen, weiß ich nicht, wie diese Supersignale früher alle hießen. Ich bin da kein Freund von diesem ökonomischen Wechsel. Es war für mich früher alles okay. Und ich vermisse das so ein bisschen. Deswegen, ich habe da keinen emotionalen Bezug zu. Das ist mir irgendwie wurscht, was da in diesem neuen Gedöns da rauskommt. Das ist so ähnlich wie mit diesen Abzeichen, die man jetzt in Gefechten bekommen kann. Wenn man einen Kraken macht, ist er wertlos geworden. Du kriegst keine Belohnung. Nur so eine doofe Medaille, ja, in deinem Profil oder irgendwelche Waffenbrüder, mit der Quatsch heißt. Dafür sind 1000 Dublonen schon wesentlich geiler. Die kann man tatsächlich für irgendwas gebrauchen. Und nochmal 1000 Dublonen. Entschuldigung, nochmal 5000 Dublonen. Wow. Ey, das habe ich noch nie gehabt. Also 5000 Dublonen. Ich hatte schon ein paar auf dem Konto. Das heißt, ich darf mir jetzt irgendwie Gedanken machen, was ich da mit den Dublonen noch anstelle. Okay, 5000 Dublonen. Halt mal uns fest. Ja, können drin sein. Das ist... Wow. Das hatte ich noch nie. Dafür mal wieder 50.000 freie EP. Und es gab noch keine Premium-Spielzeit. Will ich mal ganz deutlich festhalten.
Ich wurde, 15.000 Kohle nochmal, ich wurde letztes Jahr, bei allen Respekt, zugeschissen mit Premium-Spielzeit. Da habe ich sogar so einen Gag noch oben gemacht und das immer eingeblendet. Jetzt kriegen wir 15.000 Kohle und wir kriegen Dublonen und so weiter. Ist doch alles cool. Und kaum, wenn man von Teufel spricht, ja, man sollte vielleicht die Schnauze einfach halten. Gott sei Dank ist es auch noch, ja, also. So, 100 mal X-Ray, was war das? Wirkungsdauer von Nebel, weil ich am liebsten Zerstörer spiele, wenn ich dieses Spiel noch spiele, ist das ein geiles Signal für mich. Bin ich happy drüber. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich freue mich drüber. Und das wird ein dublonenreiches Öffnen. Also es läuft super, ja. Ich beschwere mich überhaupt gar nicht. Also 100 mal mehr Hitpoints heilen, auch geil, ja. Für 100 Runden Ruhe, ist doch geil. Da habe ich habe überhaupt gar keinen Grund, mich mehr zu beschweren. Ich mache kurz Zwischenbilanz, okay? Ich habe ein Schiff bekommen, Stahl bekommen, ich habe ein bisschen Kohle bekommen, ich habe viele Dublonen bekommen und noch irgendwelches Signalgedöns oder irgendwelche Buffs und XP hier, mehr und so weiter. Ich bin eigentlich schon durch. Ja, es läuft super. Ich habe richtig gut gezogen. Jo, nochmal 1000 Dublonen. Kann ich mir ja Premium-Spielzeit von kaufen. Alter, was ist kaputt hier? Was geht? Krass. Einfach nur krass. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele kommen. Mal gucken, ob ich es ab. Müssen wir uns überraschen lassen. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Ich habe nicht mitgezählt. Und Credit Boost finde ich gut. Creditpunkte kann man immer gebrauchen. Und ja, nochmal als letzte Info vielleicht. Ich weiß nicht, wann die Supercontainer aufhören. Mache ich einen harten Cut. Ich weiß ja nicht, wann sie aufhören. Ja, ich quatsch ja dann weiter. Müssen wir mal gucken. So, 100 mal Hydro-akustische Suche. Jawohl. Mal 40% mehr Credits. Doch auch in Ordnung. Da kann ich noch eher was mitberechnen. Ja, also 40% mehr Credits. Das ist ordentlich. 50.000 freie EP gab es schon einige Male. Punkte mehr, sehr schön. Kohle. Endlich wieder 15.000 Kohle. Nochmal rumflammen, in ihr X-Ray. Diese Tarnungen sind, diese Signale, die Feuer entfachen, ja, oder Geschwindigkeit, ja, schneller fahren, sind richtig teuer. Die kosten richtig viel Credits. Keine Ahnung, 2,5 Millionen Credits für 20 Runden. Also insofern sind 100 Stück davon richtig, richtig geil. Hat sich mega gelohnt für mich, dieses Opening. Also, ich muss schön die Klappe halten, mich noch freuen. Mehr Flakschaden, 100 Runden. Kann man sich auch wieder die Credits sparen, das auszugeben. Und Dublonen mal wieder. 1000 Dublonen. Die habe ich schon bekommen, ey. Es ist so krass. Premium-Spielzeit. 7 Tage. Jawohl. Die verfliegen in 7 Tagen. Ich komme gar nicht dazu, das Spiel zu spielen. Ich habe davon nichts. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Die verfliegen ungenutzt. So, und währenddessen kriegen wir 800% Schiffs-EP. Und 100 mal Schiffsgeschwindigkeit, eins meiner absoluten Lieblingssignale in diesem Spiel. Und natürlich ist es auch schweineteuer, wenn man es in der Waffenkammer kaufen möchte. Nochmal Primo-Spielzeit, endlich mal wieder 7 Tage. Und dann haben wir hier 100 mal Zeit für Brandbekämpfung, weniger, dass es schneller die Brände weggehen.
50 mal Kapitän CP 200%. Bei EP 600%. Okay. So, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende, ne? So langsam, aber sicher. Ich weiß nicht, vielleicht kommen noch 10 Stück oder so. Vorbereitung. Oh, das ist auch sehr gut, das Signal, ne? Also alle Verbrauchsmaterialien, die man hat, also Hydronebel und so weiter, dass sie schneller wieder zur Verfügung stehen. Das Ganze 100 Mal. Das ist bei sowas wie ein CW sehr wichtig. Kann das sehr wichtig sein, solche Geschichten. 50 mal 200% Kapitäns-EP. Gab es jetzt schon ein paar Mal. Ich glaube, ich kann Kapitän pushen in jeder Runde, wie ich lustig bin. 100 mal X-Ray, Papa ohne Warning. Das ist wieder der Nebel. Den hat man schon, ne? Den Nebel verlängern. Dann auch erstmal kein Problem mehr. Wieder 15.000 Kohle. Gab es auch einige Male. Dann kann ich mir ja doch noch die Black holen. Die Black war mir halt so schweineteuer. Ne? Den 9er Zerstörer. Den legendären. Schiffsgeschwindigkeit. Freue ich mich sehr. Voll geil. Das spart richtig Credits. Und schon wieder 15.000 Kohle. Wie lange kommen noch die Supercontainer? Ich warte jeden Moment, dass keine mehr kommen. Weil wir haben schon echt viele. 15.000 Supercontainer. 15.000 Kohle. Lass uns 15.000 Supercontainer öffnen. 50 mal Schiffs-EP, 200%. Okay. Ah ja. 100 mal weniger detonieren. Auch sehr schön. Kann man auch gut, immer gut gebrauchen. Ja. Weiter öffnen. Und 100 mal Flak war das, ne? Genau. 35 Container. Ja, und nochmal Stahl. Und wieder 1500 Stahl. Zack, einfach so. Einfach mal öffnen, ja? Einfach mal ein bisschen Stahl abfarmen. Man hat ja sonst nichts zu tun am Geburtstag. So. Was haben wir hier? Irgendwelche... Ja, was weiß ich. Okay, ich klicke mal schnell durch. Vielleicht war es das. Eureka! 31 Mal alles öffnen, bitte. Was ist die Moral von der Geschichte? Schade, dass es nicht letztes Jahr passiert ist. Letztes Jahr hatte ich noch wesentlich mehr Bock auf dieses Game. Das hat sich dann dieses Jahr rapide geändert. Ja, ich halte von World of Warships leider nicht mehr so viel. Ich habe ja schon seit ein paar Monaten nichts mehr großartig an Content hochgeladen hier auf dem Kanal. Und ich wüsste nicht, warum sich das großartig ändern sollte. Ja, zum einen lebe ich davon nicht, zum anderen bin ich kein regelmäßiger Streamer und so weiter. Und zum anderen sehe ich es einfach nicht mehr ein, dass ich in dieser Form hier was hochpumpe bei dem Spiel. Wenn ich mir die Richtung anschaue, wie dieses Spiel entwickelt wird, darauf habe ich einfach keinen Nerv mehr. Also sporadisch zocke ich das hier noch und natürlich hoffe ich, dass euch das Öffnen von den Supercontainern einen Einblick gegeben hat, was da alles drin sein kann. Wenn ihr lachen wollt oder wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, mich nicht leiden könnt, wenn ihr euch lustig über mich machen wollt, dann schaut euch einfach das Video vom letzten Jahr an, wie ich mich ärgere, weil ich einen blöden Premium-Spielzeit nach dem anderen kriege und ich die halt überhaupt nicht haben wollte. Ja, da war dieses Jahr gefühlt genau das Gegenteil. Ich fasse nochmal zusammen. Es gab ein Schiffchen, ich habe zweimal Stahl, kam raus, jede Menge Kohle. Ich noch gar nicht geguckt hier, also nicht so richtig, ja, wie viel Kohle habe ich jetzt? Hier, da 400. Alles klar. Also es gab genug Kohle und Dublonen, 5000 Dublonen, einmal mit einem Schlag und viele Tausender hier. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Container-Opening, wie viel das auch immer sein mögen. Und natürlich, wenn ihr Spaß an diesem Spiel habt, wünsche ich euch viel Spaß an diesem Spiel. Und ob wir uns nächstes Jahr nochmal sehen, kann ich heute nicht sagen. Ich lasse mich selbst überraschen.